Einfach online Geld verdienen, das ist wirklich so ein Thema, wo viele heutzutage sagen, das kann doch nicht stimmen, das kann doch nur Fake sein, weil sonst würde es ja jeder machen. Aber ich kann euch versprechen, diese Methode habe ich persönlich auch schon ausprobiert und ja, tatsächlich habe ich mit dieser Methode auch schon den ein oder anderen Euro verdient. Und wie ihr da draußen das Ganze auch völlig kostenlos ohne Startkapital umsetzen könnt, das werde ich euch in diesem Video verraten. Bevor wir jetzt zu der Methode rüberspringen, erstmal eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar den Kanal von Sven Kotzbach mit Geldverdienern 360 Grad. Auf seinem Kanal findet ihr allerhand Interviews rund um alle möglichen Berufsgruppen oder auch Unternehmer. Und daher ich ganz genau weiß, dass viele Unternehmer meine Videos anschauen, ist das auf jeden Fall hier ein sehr, sehr interessanter Kanal für euch. Hier zum Beispiel, wie ist das Unternehmer, Investor, Coach oder Autor zu sein? Oder wenn ihr zum Beispiel vorhabt, auf Twitch live zu gehen und mit euren Streams Geld zu verdienen, bietet sich natürlich auch hier dieses Video an. Wie ist das Twitch-Streamer, VTuber oder Gamer zu sein? Wie ihr seht, habe ich den Kanal auch schon bereits abonniert und rechts daneben natürlich auch die Glocke aktiviert, damit ich keine weiteren Videos auf seinem Kanal mehr verpasse. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, vor allem wenn ich jetzt überlege, möchte ich wirklich auf Twitch Livestreamer werden? Wie ist das denn so? Kann ich mir das wirklich vorstellen? Dann kann ich mir aus Sven seinem Kanal ein besseres Bild davon machen und mich dann auch besser entscheiden, ist Twitch Livestreamen etwas für mich oder suche ich doch lieber eine andere Möglichkeit, wie zum Beispiel auf YouTube Videos zu produzieren. Seinen Kanal findet ihr hier oben in der Infokarte und auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Nun würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los mit dem hauptsächlichen Thema des Videos. Die Seite, die wir uns heute einmal gemeinsam anschauen werden, nennt sich Placeit. Die werde ich euch natürlich auch mal unten in die Beschreibung reinpacken. Und auf der Seite Placeit kann ich ganz, ganz viele kostenlose Sachen runterladen und diese dann auf Freelancing-Plattformen an meine Kunden weitergeben. Und das Beste daran ist, ihr müsst hier keinen Cent ausgeben. Ich meine, gut, es gibt auf der Seite, wie man oben rechts sehen kann, ein Pricing-Modell. Das heißt, ich könnte hier theoretisch ein Abo abschließen, damit ich mehr Zugriff auf diese ganzen Dateien habe. Das heißt, ich habe eine größere Auswahl an Logos, an Mockups, an Intro-Videos, etc. Aber gerade am Anfang könnt ihr das natürlich erstmal völlig kostenlos testen. Das reicht fürs Erste aus. Und wenn ihr dann sagt, okay, das klappt hier wirklich sehr gut und das macht mir vor allem auch Spaß, dann kann man sich natürlich überlegen, hier ein Abo abzuschließen, was gerade mal ungefähr 8 Euro pro Monat kostet. Den Link zu Placeit werde ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung reinpacken. Aber auf jeden Fall zurück zu der kostenlosen Variante. Ganz, ganz wichtig hierbei zu wissen, ihr müsst hier unbedingt einen Account erstellen, weil sonst seid ihr nicht dazu in der Lage, diese ganzen Sachen ohne Wasserzeichen runterzuladen. Und diesen Account kann man hier unter Free Account ganz einfach völlig kostenlos einmal erstellen. Und dann kann es auch schon direkt losgehen. Nun aber, wie funktioniert diese Strategie? Im Prinzip ganz einfach. Ihr könnt zum Beispiel als Logo-Designer eure Dienstleistung in Auftrag geben und wenn jemand zu euch kommt und sagt, ich möchte gern ein Gaming-Logo haben mit einem Wolf drauf, dann kann ich jetzt hier Free Logo suchen und bekomme hier ganz, ganz viele verschiedene Logos. Und zum Beispiel hier oben sehen wir auch schon, hier ist ein Wolf drauf, hier unten wäre eine Katze und so weiter und so fort. Hier wäre auch nochmal ein Wolf. Und wenn ich jetzt gerade einfach mal hier dieses Logo einmal anklicke, dann kann ich jetzt hier auch noch hergehen, hier den Text verändern auf der linken Seite oder auch auf der rechten Seite hier diese Farben von dem Logo verändern. Also wenn ein Kunde zum Beispiel Farbwünsche hat, wie zum Beispiel blau, schwarz und rot, kann ich das hier auf der rechten Seite ganz einfach verändern. Sonst habe ich hier auch die Möglichkeit, wenn ich auf das Logo draufklicke, hier unten ein anderes Logo auszuwählen. Und ja, diese Logos sind auch wirklich alle kostenlos. Hier zum Beispiel dieses Logo kann ich einmal anklicken und wie ihr seht, wird das Logo auch schon automatisch hier in diesen Text verarbeitet. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, hier noch so einen coolen Background-Effekt einzufügen, also hier zum Beispiel diesen Splash-Effekt. Wenn ich da einmal draufklicke, dann seht ihr auch schon, habe ich jetzt hier noch so einen coolen Splash eingebaut. Möchte ich das Ganze mit einem transparenten Hintergrund haben, dann kann ich das natürlich auch jederzeit hier oben bei Background einmal aufrufen und dann kann ich jetzt hier bei den Colors ganz einfach hier unten rechts auf dieses Feld draufklicken mit diesen Kästchen. Und wenn ich da einmal draufklicke,
dann habe ich hier einen transparenten Hintergrund. Und das brauchen die Leute natürlich auch, damit sie dieses Logo nehmen können, um zum Beispiel auf einen Banner draufzupacken. Weil wenn ihr das Ganze nicht tun würdet, dann müssen die Leute erstmal den Hintergrund entfernen und viele wissen nicht, wie das Ganze funktioniert. Deswegen schickt das auch immer mit einem transparenten Hintergrund mit, als PNG-Datei ganz, ganz wichtig, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, dieses Logo zum Beispiel auf einen Banner draufzupacken. Habt ihr euer Logo hier soweit fertig erstellt und euch natürlich ganz wichtig, oben rechts einmal mit eurem Account eingeloggt, dann könnt ihr hier oben rechts bei Download einmal das Ganze runterladen und auch schon eurem Kunden schicken. Und natürlich kann ich dann nicht nur als Logo-Designer arbeiten, sondern ich kann hier noch ganz, ganz viele andere kostenlose Sachen runterladen und diese natürlich dann auch weiterverkaufen. Wie zum Beispiel unter Videos, Gaming, finde ich hier animierte Logos, das könnte ich auch anbieten. Ich könnte hier anbieten, zum Beispiel Intros zu erstellen für YouTuber, Intros und Slideshows, Intros und Outros. Dann kann ich einfach mal schauen, was es denn hier so gibt. Ihr seht hier oben links immer diesen Free-Banner und das bedeutet ganz einfach, dass ich das Ganze natürlich völlig kostenlos runterladen kann. Und das Beste daran ist, ich kann da einmal reingehen, ich kann den Text verändern, ich kann Animationen austauschen, ich kann Bilder verändern. Das heißt, wenn mir zum Beispiel ein Kunde ein Bild schickt und sagt, dieses Bild möchte ich gerne in meinem Intro haben, könnt ihr das Bild nehmen, dort einfach einmal einfügen und damit hat sich die ganze Sache erledigt. Gerade für kostenlose Mockups möchte ich euch gerne nochmal ein kostenloses Tool vorstellen. Also wenn ich jetzt hier Free Mockups eingebe, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel ein Muster zu nehmen und direkt hier einmal reinzuziehen. Und Placeit fügt das dann automatisch hier realistisch in diesen Kissen zum Beispiel ein. Hierbei ist aber ein großes Problem, und zwar wenn euch der Kunde das Bild schickt, dann müsst ihr auch diese Maße hier einhalten. Also ihr braucht das Bild in 1500 auf 1000 Pixel. Und sollte das nicht der Fall sein, dann habt ihr noch immer die Möglichkeit, mit dem kostenlosen Tool I Love Image das Ganze hier zu resizen. Das bedeutet, ich kann hier bei Select Image ein Bild auswählen und dieses Bild kann ich dann auf der rechten Seite von den Größen her verändern. Also hier bei der Breite muss ich gerade mal schauen, da stand 1500. Das trage ich da einmal ein und bei der Höhe muss ich dann in diesem Fall 1000 Pixel eintragen. Habe ich das getan, klicke ich einmal hier unten auf Resize Image und schon habe ich die richtigen Maße, die ich dann hier dementsprechend einfügen kann. Ganz wichtig hierbei zu wissen, das sollte natürlich auch in dem richtigen Format sein. Das heißt, wenn ihr ein Bild Hochformat bekommt, dann könnt ihr das natürlich schwer Querformat aufskalieren und genau aus diesem Grund sollte man das natürlich auch beachten. Wo kann ich aber nun diese ganzen heruntergeladenen Dateien verkaufen? Da gibt es ganz viele verschiedene Freelancing-Plattformen im Internet, wie zum Beispiel diese, die ich euch heute einmal vorstellen werde. Und wenn ihr auf viele verschiedene drauf geht, sagen wir jetzt einfach mal auf 10 oder 20 Stück und dort einfach mal eure Dienstleistung anbietet, dann werden die Leute immer wieder auf euch zurückkommen, euch anschreiben und ihr könnt dann ganz einfach auf die Seite Placeit gehen, dort das Ganze einmal erstellen, kostenlos runterladen und den Leuten zuschicken. Und das Tolle daran ist, ihr braucht keine eigene Webseite, ihr müsst keine Werbung schalten und das ermöglichen euch Seiten wie zum Beispiel Fiverr, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann. Also das ist, finde ich persönlich, wirklich die profitabelste Seite, was das Thema Freelancing angeht, oder auch die Seite Upwork, auch eine sehr, sehr profitable Plattform, zusammen mit Fiverr wirklich die profitabelsten Freelancing-Plattformen, wo ihr richtig, richtig gutes Geld verdienen könnt. Oder auch zum Beispiel hier die Seite People Per Hour. Auf allen Seiten könnt ihr euch natürlich völlig kostenlos registrieren, dort eure Dienstleistung einmal anbieten und dann könnt ihr auch schon direkt loslegen, um mit dieser Strategie Geld zu verdienen. So, und falls du jetzt wissen möchtest, wie man auf Fiverr die perfekte Dienstleistung anbieten kann, damit du auch wirklich viele, viele Kunden bekommst, schau dir auf jeden Fall hier rechts auf der Seite das nächste Video an, weil dort werde ich dir detailgenau erklären, wie man auf Fiverr ein sogenanntes Gig erstellen kann, um einige Kunden zu gewinnen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!